Ja, wir sind hier auf der Weserbrücke bei Emmertalen, wie Sie gerade unschwerlich erkennen konnten. Die Weser, hinter uns dann Kirchosen. Ja, das ist ein Fahrradengpass, wo in beide Richtungen die Radler hier an diesem Felgenfesttag strömen. Aber die Straße gehört Ihnen, ganze Familien sind hier unterwegs. Es sind Leute mit dem E-Bike, die machen noch einen sehr frischen Eindruck. Die anderen kann man daran erkennen, dass sie schon ein bisschen Schweißtröpfchen auf der Stirn haben. Aber es macht allen Spaß. Das ist der Gesamteindruck. Ich nehme an, dass bis jetzt schon mehr als 10.000 Euro, mehr als 10.000 Radler unterwegs gewesen sind. Und wenn wir schon von Euro sprechen, da gibt es sehr viele Sponsoren, die sich hier daran beteiligen und das erst ermöglichen. Das ist die Sparkasse Hameln-Weser-Bergland, aber das sind vor allen Dingen auch die Stadtwerke in Hameln, die ja jedes Jahr den Start ermöglichen. Es ist heute eine gute Stimmung. Zeitgleich findet übrigens auch in Berlin eine Art Felgenfest statt, aber dort an der Spree. Wir hatten uns am Freitag von der Vorbereitung einen Eindruck gemacht und es ist überall professionell. Diese Radtouren sind zu einer großen Völkerwanderung im Juni geworden und so soll es auch bleiben. Wir sind sehr gespannt, wie die Endzahlen heute Abend sein werden, ob 30.000 Teilnehmer erreicht werden oder sogar ein neuer Rekord aufgestellt wird. Es ist alles drin. Auf jeden Fall, das Weserbergland ist in Bewegung. Es ist die Attraktion hier in Niedersachsen. Und hinter uns klingeln sich natürlich die Leute in Stimmung. Und das ist eher eine Zustimmung gewesen als ein Verjagen. Dennoch wollen wir uns jetzt hier verabschieden. Und nebenan, naja, da sind auf der Weser auch wieder Motorboote unterwegs, lautstark. Aber auch das ist eben die Alternative, sie winken jetzt uns sogar, das ist die Alternative zu dem Radeln an der Weser. Und ich muss sagen, nebenan in Börri haben wir auch gesehen, da sind sehr viele Drachenflieger unterwegs. Also zu Wasser, zu Lande und zur Luft ist hier einiges in Bewegung, hier im Weserbergland. Und ich verabschiede mich aus Emmertal. Heute live dabei.